Ja, was gibt's? Ich suche jemanden, der vielleicht etwas über den Mord an Sandok Punga gehört hat. Der Drache, wie sie ihn alle nannten, wurde hier im Hinterhof der Taverne ermordet aufgefunden. Oh nein, tut mir schrecklich leid, ich kann euch da leider nicht weiterhelfen. Gestatten? Garnel, mein Name. Cordo Garnel. Ich bin nur ein Händler auf der Durchreise, der seine dusselige Kehle etwas befeuchten will. Doch sagt, ihr seht mir aus wie jemand, der einen hochqualitativen Satz Handbürsten gebrauchen könnte. Der Griffgefäß sieht aus edelstem Pinienholz, die Borsten aus echtem. Ich bedauere euch enttäuschen zu müssen. Ich habe noch eine wichtige Verabredung gehabt, euch vor. Wartet, weil ihr so ein netter Kunde seid, gebe ich euch noch eine gratis Kiste Seifenpaste oben drauf. Ein Angebot, das ihr unmöglich ablehnen könnt. Das ist wirklich verlockend, aber ich muss bald auf. Bald. Aha, ihr seid also doch interessiert an dem Bürstenset mit der gratis Kiste Seifenpaste. Oh, tja, ich meine, entschuldigt die Störung, ich muss dringend weiter. Aber freilich, so etwas konnte ich mir doch nicht entgehen lassen. Hey, das dachte ich mir schon. Ich muss euch aber leider enttäuschen. Alles Rest ist ausverkauft. Einen schönen Tag noch. Wie toll. Mal sehen, wen haben wir noch hier? Hallo. Was kann ich für euch tun? Entschuldigung, ich suche jemanden, der vielleicht etwas über den Mord am Drachen gehört hat. Im Hinterhof der Taverne wurde er aufgefunden, ermordet. Tut mir leid, ich bin nur selten im flinken Frettchen und ich kenne die besagte Person nicht mal. Du hast ihm viel Glück bei eurer Suche. Mhm. Merkt ihr nicht, dass ihr stört? Ja, verzeiht, ich suche jemanden, der vielleicht etwas über die Morde an Sandor Hunga gehört hat. Der Drachen, wie sie ihn alle nannten, wurde hier im Hinterhof der Taverne ermordet aufgefunden. Zum Mord am Drachen kann ich euch nicht weiterhelfen. Ich habe weder etwas gesehen noch etwas gehört. Wer stört? Ja, ich suche jemanden, der vielleicht etwas über den Mord an Sandor Kunga gehört hat. Der Drache, wie sie ihn alle nannten, wurde hier im Hinterhof der Taverne ermordet aufgefunden. Ich habe euch nichts zu sagen, jetzt verschwindet. Da bleibt ja nur noch der Wirt. Ja, der Wirt. Dach, was soll's sein? Im Moment nichts, danke. Mein Name ist Benno hier. Ich kläre den Mord am Drachen auf. Er wurde unweit dieser Taverne gefunden. Könnt ihr mir sagen, wie sich das Ganze abgespielt hat? Ach, ihr kommt hier eben mal in meine Schenke spazieren und klärt so ganz nebenbei den Mord an unserem Sandor auf. Tut mir leid, dazu habe ich nichts von Belang zu erzählen. Ich bitte euch, alles kann von Belang sein. Ich will doch nur ein paar Fragen beantwortet haben. Ich werde euch auch nicht lange belästigen. War Sandor oft hier zu Gast? Na schön, er war des Öfteren hier. Ist ja schließlich auch einer der beliebtesten Treffpunkte für alte Iman-Spieler. Zufrieden? Gab es jeweils Streit zwischen dem Drachen und den übrigen Gästen? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ich habe genug damit zu tun, meine Gäste zu bewirten. Dann bleibt keine Zeit, sie auch noch zu bespitzeln. Bei den Rotbärten meiner Urgroßväter, Schotterbusch, du musst doch irgendwas bemerkt haben. Du weißt genau, dass der Drache mit niemandem verfeindet war. Umdrehen hatte er Kraft für drei. Wer den Kalt gemacht hat, muss ein gewaltiger Hühner gewesen sein. Das muss auch ein riesiger Radau gewesen sein. Denkt nach, Mann. Entschuldigung, aber ich kann euch nicht weiterhelfen. Vielleicht kann euch einer der Gäste was erzählen. Darf es jetzt vielleicht etwas sein? Was gibt's denn bei euch? Helles Pferd, Docker, wer jetzt gedacht? Aha. Nee, von dir wollen wir nichts mehr. Ich muss... Ja. Egal, wie viel wir jetzt geredet haben, niemand sagt was. Wo ist dein Kobold hin? Wartet er jetzt draußen auf uns? Halt! Ah nein, die Schankmaid kommt. Wartet! Jetzt doch auf einmal. Ja, bitte. Ich habe gehört, wie ihr nach Sandor gefragt habt. Untersucht ihr den Mord an ihm? Ja, ich untersuche alle Morde, die auf diese schreckliche Art verübt wurden. Ihr wart mit Sandor befreundet? Ja, mein Name ist Aline. Ich war seine Freundin. Darf ich euch noch ein paar Fragen stellen? Fragt bitte. Warum seid ihr mir nachgelaufen und habt nicht gleich mit mir gesprochen? Obergadis Taschmann hat mir eigentlich untersagt, über den Mord zu sprechen. Er hatte mich zu der Sache befragt und erzählt, er kümmere sich höchstpersönlich um alles. Nun ist er seitdem nicht mehr aufgetaucht. Als ich dann gehört habe, wie auch ihr euch nach meinem Drachen erkundigt habt, musste ich euch einfach sprechen. Wenn Taschmann nicht fähig ist, die Dinge in die Hand zu nehmen, dann kann ich auch ebenso gut euch helfen.
Darf ich euch noch ein paar Fragen stellen? Fragt. Frau Grimm erzählte, wie ihr wart, es die Sandro gefunden hat. Ja, es war schrecklich, ihn so zu sehen. Ich wollte das Waschwasser hinter der Taverne ausgeben und dort lag mein geliebter Drache. Mein Herz wird dieses Bild niemals vergessen können. Mein starker, guter Drache, so fürchterlich zugerichtet. Es müssen mehrere gewesen sein, die ihn überrascht haben. Alle Fässer, die im Hof standen, waren zertrümmert. Mein Drache hat um sein Leben gekämpft. Oh Sandro, wieso musste er nur sterben? Darf ich euch noch was fragen? Hatte Sandro Feinde, irgendwelche Probleme, die er euch anvertraut hat? Aber nein, er war sehr beliebt. Auch wenn er sich mit den teils biosen Gestalten, die das Frettchen so besonders abgegeben hat, so hatten doch alle stets gehörigen Respekt vor ihm. Ja, darf ich noch eine Frage stellen? Euer Freund hatte einen recht auffälligen... Könnt ihr mir mehr über die Leute sagen, mit denen sich Sandor getroffen hat? Er war unter ihnen der beliebteste Imanspieler, wenn nicht sogar der beliebteste im ganzen Kosch. Viele Leute kamen auf ihn zu, selbst Edelleute höheren Standes. Erst vor einigen Tagen war er zum Beispiel bei Ferio zu Ferdok eingeladen, direkt nach einem wichtigen Spiel. Er hatte sogar mal eine Audienz bei Graf Gurwin nach dem Endspiel der letzten Meisterschaft. Vor diesem Abend hat er oft geschwärmt. Er war immer in aller Munde, mein guter Drache. Nun ist er fort für immer. Darf ich euch noch was fragen, ja? Mein Freund hatte einen recht auffälligen Spitznamen. Stimmt es, dass er ihn wegen seiner außergewöhnlichen Körperkraft trug? Darüber hat Sandor nie wirklich gesprochen. Einige meinten, er trug den Namen Drache, weil er oft wie ein gefährliches Untier über das Imanfeld fegte. Doch ich glaube eher, dass es etwas mit dem Talisman zu tun hatte, den er um seinen Hals trug. Darf ich euch noch was fragen, ja? Der Talisman, von dem ihr gesprochen habt, ist es dieser? Ja, das ist er. Habt ihr ihn am Ort der Tat gefunden? Dieser Talisman war sehr wertvoll für Sandor. Für gewöhnlich trug er ihn auch nicht offen umher, sondern immer direkt unter seiner Kleidung auf seiner Brust. Er scherzte oft und sagte, dieser Talisman gebe ihm die Kraft, ein so guter Imanspieler zu sein. Als ich ihn tot auffand, hatte er den Talisman allerdings nicht mehr um. Ich berichtete Umbagetis Taschmann davor, doch er schien nicht sonderlich interessiert. Ihr könnt ihn behalten, vielleicht führt er euch zu seinem Mörder. Darf ich euch noch was fragen? Wisst ihr vielleicht etwas über die anderen beiden Morde, Ardo vom Edelstand oder den Mord am alten Elko? Tut mir leid, nein, da kann ich euch nicht weiterhelfen. Ich will auch gar nicht wissen, was diesen beiden armen Seelen zugestoßen ist. Der Anblick meines ermordeten Drachens, wie er dort lag, das wird mich auf ewig quälen. Ja, darf ich euch noch was fragen? Ich muss jetzt weiter, danke für eure Hilfe. Okay. Erstatte Bala Bericht. Ich sollte Bala berichten, was ich herausgefunden habe. Mhm. Und bei Gladys sollte ich mal 2 Punkte da reinstecken in den Fulminictus. Ich werde noch mehr Punkte da reinstecken müssen, aber ich frage mich, wo der Kobold abgeblieben ist. Oder kommt der mir jetzt gleich hier draußen entgegen? Das arme Ding. Glaubt mir. Ich weiß, wie sie sich fühlen muss. Wenn ich den Mörder zu fassen bekomme, dann wird er für alles büßen. Schrecklich. Genau wie bei Ardo. Den Mördern muss Gerechtigkeit widerfahren. An ihrer Stelle würde ich den Krug durch ein Schwert tauschen und selbst Jagd auf den Mörder machen. Ja, nicht jeder ist so der harte Amazone. Ja, Städter, Städter, Städter. Hier würde es zum Prios-Platz wieder gehen. Das wäre nämlich der hintere Eingang. Also der direkt bei Ardos Anwesen. Da ist ein Störebrandhändler. Also wir sind ja hier direkt hinterm Lagerhaus der Störebrands. Nicht zu verwechseln, die Lagerhäuser und die Handelshäuser sind an verschiedenen Stellen.
Also das ist Lagerhaus, Störebrand und Nicebeck. Hier ist eine Brauerei. Da geht's in die Grafenstadt sogar. Und ja, auch die... Da abgesperrt? Kann hier denn jeder dahergelaufene Händler nach Lust und Laune dicht machen? Dieser Störeber ist doch hier neu in der Stadt. Was bildet er sich eigentlich ein? Tja, die Störebrand sind schon eine ernste Konkurrenz für die alteingesessenen Aspects. Ja, man merkt, es geht hier, ist ja eine Fehde zwischen Störebrand und Nicebeck. Voll im Gange. Mitten während die Morde passieren. Tut mir leid, keine Zeit für Palaver. Ja, und der wird mich nicht in die... Ja, Vorgrim denkt immer ans Trinken. Oh, ein einfacher Verband wieder. Also ich denke, Verbände haben wir jetzt fürs Erste genug. Oh, ein eitriger Krötenschemel. Hast du dieses Mal mehr Glück? Nein. Hey. Was ist los? Weshalb versperrt ihr den Weg? Aufgrund der kürzlichen Ermordung eines Adligen ist der Zugang zur Grafenstadt für gewöhnliche Bürger und Reisende zu verwehren. Bitte kehrt rum. Ja, also in die Grafenstadt, die kommen wir einfach nicht rein. Tag. Herzlich willkommen. Schaut euch ruhig in dem sagenhaften Sortiment des Handelshauses Störebrand um. Na, zeigt mal, was die Störebrands zu bieten haben. Zwergenstahl, Diamantstaub, Charisma plus 1, Mut plus 1. Also die haben hier sehr schöne Sachen. Mächtiger Krummsäbel, aber Zweihänder. Kraftelixier, Konstitutionselixier. Recht mächtig, ja. Almadisches Satyrkleid. Wer was für Gladys. Also ja. Hallo, ihr wisst schon, dass ich alle verdächtigen Personen am Hafen gründlichst durch die Mangel nehmen muss. Aber Herr Obergattist, ich habe doch nichts zu verbergen. Tja, ja, das sagen sie alle. Ich fürchte, dem müssen wir schon genauer auf den Grund gehen. Oh, na, wenn das so ist. Dann lege ich mein Schicksal voll und ganz in eure Hände, Herr Obergardist. Ja. Der hat nichts Besseres zu tun, als die leichten Damen hier zu befummeln, während hier überall Morde passieren. Er ist aber halt der Obergardist, also... Eine Stufe tiefer als Bala, die ist ja die Hauptfrau. Kapitän Dielbrack, was hast du denn noch zu sagen? Okay, hier war ganz schön viel drin. Haarnadel. Ja, ich schleppe jetzt einen Haufen Abfall mit mir rum. Weil der gute Kapitän Dielbrack sehr viel davon auf seinem Schiff in seinen Fässern hat, die ich ihm einfach alle mal zerdepper. Oh,
Oh, er hat auch drei Einbären dazwischen. So. Was könnt ihr mir sagen? Den Zwölfen zum Gruße. Ja, ein schönes Schiff. Ich nehme an, ihr seid der Kapitän. Jawohl, der bin ich gestanden. Diebrak, Lando, Diebrak. Ich und die Talaria haben schon viele Abenteuer auf dem großen Fluss erlebt. Ja, das müsste wirklich unser Kapitän Diebrak von damals sein.